waren wir wollen am Sonnabend in Spreewald. Und da habe ich kurzerhand heute entschlossen, ich fahre mal, das ist jetzt im Hintergrund, zum Schiffshebewerk in Rufino. Wollte ich mir eigentlich schon vor Jahren angucken. Das Schiffshebewerk Niederfino. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts stieg der von 1743 bis 1746 gebaute zweite Fino-Kanal an seine Belastungsgrenze. Deshalb wurde von der preußischen Regierung mit Gesetz vom 1. April 1905 der Bau vom Großschifffahrtsweg Berlin-Stettin beschlossen, der im September 1906 mit dem ersten Spatenstich begann. Bei einem öffentlichen Wettbewerb für das Abstiegsbauwerk in Niederfino gingen 10 Entwürfe ein. Man beschloss jedoch im Oktober 1908 den Bau einer Schleusentreppe. Für eine einfache Schleuse ist die zu überwindende Höhe einfach zu groß. 1912 gab es einen zweiten Wettbewerb. Als Gewinner ging der Entwurf von Beuschelt und Co. in Grünberg hervor. Schiffshebewerk mit gleicharmigen Waagebalken. Der Plan wurde wegen des Ersten Weltkriegs erstmal zu den Akten gelegt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Planungen für das Hebewerk wieder aufgenommen. Es wurden die Entwürfe von 1906, 1912 und 1914 zusammengefasst, untersucht und weitere Entwicklungen wurden eingearbeitet. Man entschloss sich für den Bau eines Gegengewichtshebewerks. Dieses wurde in den Jahren 1927 bis 1934 gebaut. Heute ist das Schiffshebewerk für Schubverbände zu kurz, sodass die Einheiten getrennt werden müssen. Es ist heute jährlich mit ca. 11.000 Schiffen an seine Kapazitätsgrenze angelangt, weswegen 1997 der Neubau eines größeren Hebewerks beschlossen wurde. Im Herbst 2006 begannen die Arbeiten dafür. Die erste Durchfahrt sollte planmäßig 2017 stattfinden, das alte Hebewerk aber noch bis mindestens 2025 in Betrieb bleiben. Wie aber inzwischen bei allen größeren Bauten in Deutschland ist es auch hier so. Mitte 2018 wurde dann eine Fertigstellung für eventuell 2019 geplant. Die Kosten lagen bei 300 Millionen Euro. Im Januar 2020 wurde dann als Termin 2021 genannt. Ein neueres Datum habe ich noch nicht gefunden. Ja, mal die groben Abmessungen. Das alte Hebewerk hat eine Länge von 82 Metern. Das neue soll dann 115 Meter sein. Die Breite beim alten war 9,50 Meter. Das große ist dann 11,45 Meter breit. Wenn ihr jetzt denkt, das muss ja eine ungeheure Energiemenge verbrauchen, irrt ihr aber. Ich sage nur, denkt an Archimedes. Der Druck für die Schiffe hat ein gleich schweres Gegengewicht, sodass schließlich nur die Reibung überwunden werden muss.
Aber die ganze Runde laufe ich heute nie. Hatte mir ja noch ein paar andere Cache mit rausgesucht und wollte hier 3-4 Kilometer laufen. Aber ich habe jetzt abends mein Auto am Schlafplatz abgestellt und laufe jetzt bloß die 1,5 Kilometer bis zu dem Multicache, wenn ich mir den richtig ausgerechnet habe. Wobei ich da auch ein bisschen skeptisch bin, erscheint mir etwas weit weg von der Station. Aber gut, meiner liegt ja auch 6 Kilometer weg vom Berechnungspunkt. Ich habe jetzt übrigens einen neuen Gimbal, die Nachfolgeversion von denen, den ich hatte. Hatte ja den ja über Amazon gekauft und die Rückgabe veranlasst, das war kein Problem. Kriegt das Geld dann wieder überwiesen und den neuen habe ich mir schon geholt. Tja, wer mich definitiv verrechnet haben, der hier ungefähr 60 Meter in den Wald rein. Kann ich mal gucken, ob hier einen Weg gab. Nee, hab mich definitiv wahrscheinlich verrechnet oder verfehlt oder was auch immer, obwohl das keine schwere Rechenaufgabe war. Das Schild, was ich lesen sollte, stand im Internet. Da war ein Foto von dem Schild. Und dort habe ich die Daten hergenommen. Aber im Busch ist es mir heute zu nass, um dahinter zu rennen. Da hier auch keine richtige Spur hinläuft, bin ich wahrscheinlich ja doch falsch. Industriebrot angefangen, also keins vom Bäcker, sondern so ein Einkaufscenterbrot. Geht. Beim Bäcker wäre der Rand wahrscheinlich noch zu fest, aber das kriege ich ja halbwegs hin. Dazu gibt es noch ein paar Fleischbällchen und die Scheibe Käse. Also das wäre ich erstmal, von daher kein Problem. Ja, habe ich einen schönen Platz am, was ist das, der Oder-Havel-Kanal, oder müsste ich direkt mal gucken, wie der heißt, welcher das ist. Jedenfalls, ja, Oder-Havel-Kanal ist das. Sage ich doch richtig. Bevor geht's zum Schiffshebewerk. Und hier stehen noch mehrere Wohnmobile. Das ist so ein halblegaler Wohnmobilstellplatz. Ja, ich habe gerade nochmal nachgerechnet. Du findest ja die Schilder auch online, die am Hebewerk hängen. Ich habe zumindest hier die Anleitung, also die Beschreibung gefunden. Und meine ausgerechnete Stelle, die stimmt. Also gucke ich morgen früh nochmal, wenn ich dann tagsüber noch ein bisschen mit dem Auto rumfahre und die Heizung warm an meine dann nassen Beine bläst, dann mag das ja gehen. Da gehe ich morgen nochmal dahinter und werde dort durch die nasse Wiese dort sträuchen. Und mir eine oder andere Zecke noch einfangen. So, jetzt gucken wir noch einen Film und dann war's das für heute. Ciao.
Guten Morgen. Ich wollte euch gleich mal zeigen, wie Derek ich schon heute geschlafen hat. Aber es regnet. Es ist halt ein Scheißwetter. Ich werde jetzt doch noch mal gucken gehen zu dem Cache dahin. Ich möchte die Schuhe noch mal wechseln. Ich hatte vertrocknete Schuhe mit, die werde ich dann doch noch mal die nassen anziehen. Und dann gehe ich doch noch mal hinten nach der Dose gucken. Also definitiv richtig gerechnet. Ja, jetzt ist mir auch klar, die am 15.04. zuletzt gefunden, also vor 4 Wochen, dann ist das natürlich wieder vorwachsen im Wald. Der weitere Plan, ich fahre jetzt entweder gleich in die Gegend hier in den Spreewald rüber, direkt im Spreewald möchte sie ja nie irgendwo im Auto schlafen, das könnte teuer werden wegen Landschafts- oder Naturschutzgebiet. Aber nördlich vom Spreewald gibt es noch ein paar Plätze, zumindest in der App, und ich habe auch früher schon dort ein paar Straßen. Also du kannst dort überall reinfahren, da hast du viele, viele Waldwege, wo kein Verbotsschild steht. Im Allgemeinen ist das kein Problem, da mit dem Auto irgendwo sich hinzustellen und zu grunzen. Ich bin wieder an dem Multi dran, der zum Schiffshebewerk gehört. Das habe ich gestern, soweit bin ich gestern nie gelaufen, weil ich gestern mehr da hinten lang bin und da merkte ich, das kommt näher und weiter. Und auch die andere App hat den Weg hier nie angezeigt. Ach, ein Bienenwagen war das. Ja, kein Wunder, wenn die ganzen Bienenvölker aussterben. Huch. Ich glaube, ich bin auch nicht falsch. 27. 23. 21. Ja, Kettenschutzgebiet. Aber hier ist ja auch was ist da? Nichts macht. Oh. Ha. Ich hab gewonnen. Jetzt geht's ab in Richtung Spreewald.
hätte definitiv Senf mitgenommen, weil ich keinen habe. Und die Böffi ich doch besser schmecken mit Senf. Aber die haben leider zu. Hier wachsen die Schildkröten schon auf Bäumen. Und was noch schöner aussieht, ist das hier. Da macht sich so eine Scheiße. Können ja bloß die Einheimischen sein. Was wohnen hier für Leute? Schiffshebe wird gebaut, aber alles andere wird verdreckt.